Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge Princess Peach Showtime. Ich bin jetzt gerade aus dem Spukschloss raus und auf einmal fängt hier eine Cutscene an. Dinge sind passiert. Der große blaue Kristall auf Peaches Brust hat geleuchtet und jetzt sagt Stella, oh, die Funkeli-Seele des Fechtfunkelis. Ich habe gehört, dass Funkeli-Seelen nur Darstellern anvertraut werden, die Hauptrollen spielen. Das ist ja toll, Peach. Es bedeutet, dass du im Besitz der Fechterseele bist. Kann mich jemand hören? Das kommt doch aus dem Keller. Sehen wir sofort nach. Oder waren wir schon? Dann gehen wir da nochmal hin. Dinge passieren einfach. Ah, da unten, schaut mal. Oh, das ist tatsächlich eine Tür geworden. Seltsam. Normalerweise sieht das im Keller nicht so aus. Oh, wir können jetzt bestimmt mehr sehen als vorher, weil du dich der Fechterseele als würdig erwiesen hast. Hallo! Kann mich jemand hören? Das kommt von dort. Lass uns nachsehen. Oh, okay. Extra Level? Oh. Auf dieser Bühne ist ja alles ganz durcheinander. Das sieht nicht aus wie eins unserer Stücke. Oh. Wir sollten vorsichtig sein, Peach. Na, kommt doch hoch, wenn ihr euch traut. Nee, lieber nicht. Okay, ich bin sehr gespannt. Zu Hilfe! Oh Gott! Alles gut. Mir geht's gut. Das will ich haben, bitte. Wir haben schon was? Nee. Nö. Hier. Ich wollte schon sagen, nee. Das Erste, das haben wir jetzt nicht einfach übersehen. Es reicht, dass ich genug davon übersehe. Die sind halt teilweise wirklich gut versteckt. Oh Gott! Kommt runter! Nein! Nicht so schnell runter! Das gibt's doch gar nicht. Ich sterb hier drin! Okay. Da ist der Erste. Raus mit uns. Wenn wir einfach unser ganzes Leben gelassen haben. Okay. So, den haben wir auch. Oh ja, ein Herz wenigstens. Huiuiuiui. Ich mag die Fledermäuse nicht. Ich mag die einfach nicht. So, gut aufpassen. Ich hoffe, dass ich da jetzt nicht schon wieder... Man übersieht so schnell. Es ist gemein. Kommen die jetzt nochmal zurück? Okay. Okay, und jetzt sehen wir es nochmal. Okay, wir haben keinen übersehen. Ich kann jetzt hier die ganzen Schwertlis kaputt. Oh, das war gut. Das war gut. Ich brauche Hilfe. Wir kommen gleich. Oh! Okay, eins nur noch. Sehr gut. Dann kriegen wir das Level zumindest auf Anhieb mal durch. Unser Schleifchen haben wir auch. Okay, wunderbar. Das heißt, das Level ist eigentlich direkt gut gelaufen. Auch mal ein Erfolgserlebnis heute, oder? Es ist der Fechtfunkeli. Keine Sorge, wir helfen dir. Dein Kostüm. Wer bist du? Und ist das Stella? Sei vorsichtig, denn hier ist es sehr... Oh, gefährlich. Jetzt müssen wir unsere Fechtkünste spielen lassen. Ich besiege euch im Namen von Frau Grape. Okay, komm rüber. Okay, jetzt müssen wir schreien. Jetzt. Oh Gott, der ist ja... Okay. Er hat getaumelt. So,
Okay, Eimer hammen. Eimer hammen. Was macht er jetzt? Jetzt macht er bestimmt einen Stampfer oder sowas, ne? Dass wir dann springen müssen oder so. Er kommt so nah, ja. Okay. Ja, sehr gut. Rauf da. So, was will er jetzt von uns? Alles auf einmal wahrscheinlich. Okay, das Level ist cool. Oh Gott. Okay, da müssen wir wieder... Okay, I see. Oh, aua. Ich glaube, wir müssen springen. Kann das sein, oder? Nee. Ich kämpfe mit Mut. Aber ich verstehe ihn ja nicht. Jetzt ist wieder die Frage, was wollen die von mir? Er will dich durch seine Bewegungen beirren. Aber ich mach ja... Hä? Weiche aus und schlage zu, wenn er rennt. Hä? Weiß ich jetzt gerade nicht, was sie von mir wollen. Kann ihn ja nicht. Warte. Da bin ich ausgewichen. Ich krieg den halt nicht. Ich krieg den. Was wollen die jetzt? Ausweichen? Wenn er rennt. Er rennt ja aber nicht. Ich krieg jetzt wieder nur Schaden. Ich verstehe doch diesen Kampf schon wieder nicht. Er rennt nicht. Ich. Dann ist er auch zu schnell. Nee, weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ja, und... Oh, oh, da! Jetzt haben wir ihn! Okay, wir mussten es nur oft genug machen. Okay. Das war aber auch wieder ein bisschen knapp. Aber wir haben es hingekriegt. Ja! Oh, der ist auch runtergefallen. Danke für die Rettung. Wir müssen fliehen. Oh, oh. Yo! Ein Angriff wie aus dem... Ich blocke, du greifst an zur richtigen Zeit. War das richtig? Es war richtig. Ich habe einfach was gedrückt. Ja! Oh, das ist cool. Thank you very much. Stella-Schleife. Ach, guck mal. Jetzt haben wir eine neue... Oh, das ist süß. Okay, das mag ich. Und da haben wir die... Okay, das sind ein paar Türen, ne? Wir können wahrscheinlich jede Kunst meistern. Wer hätte gedacht, dass ihr die Funkelis in ihren eigenen Theaterstücken gefangen halten würden? Wir können sicher auch alle anderen Funkelis retten, indem wir die Schurken aus ihren Stücken vertreiben. Ich danke euch beiden, dass ihr mich gerettet habt. Die Schurken haben mich meiner Kraft beraubt und eingesperrt. Nun kann ich endlich wieder andere beschützen. Doch erlaubt mir zuvor, erneut meine Dankbarkeit auszudrücken.
No. Gehen wir zurück in den ersten Stock. Ah, jetzt muss ich alleine laufen, ne? Jetzt nimmt sie mich nicht einfach mit hoch. Wir haben aber neue Garderobe. Oh, das ist hübsch. Zieh das an. Der Farbverlauf ist cute. Warte, oh. Wir hatten da noch was. Oh, jetzt haben wir mal Seiten bekommen. Ah, sehr schön. Aber wir kriegen zu jedem drei... Ach, guck mal. Ah, den... Ach, guck mal. Und wenn wir das zweite Fechting hinbekommen, was wir das letzte Mal... Das letzte Mal war es, ne? Was wir das letzte Mal nicht geschafft haben. Dann kriegen wir da noch ein Albumfoto. So, erstmal wieder hoch. Tja, wir sind wieder hier. Ich denke mal, hier kann man nichts Neues holen. Wir gucken trotzdem noch mal kurz. Da habe ich zwischen den Folgen ja wieder ein bisschen was zu tun. Rosig. Ja, kommt es aber nicht dem nahe, was wir eigentlich schon... Hatten wir nicht was Rosiges? Hatten wir... Wir hatten doch was Rosiges. Wir hatten was Rosiges. Ja, das... Ja, nö. 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 Genau, wir müssen jetzt nach oben. Den mache ich noch fertig hier. Auf jeden Fall. Da holen wir uns das Schleifchen. So. Jetzt die Frage, ob wir nochmal das Spukschloss machen wollen. Oder ob ich das jetzt auch einfach wieder dann für mich mache. Ganz, ganz gediegen. Weiß halt nicht, wie spannend das für euch ist, das ständig anzugucken. Ich meine, wir können es noch einmal versuchen und dann in der nächsten Folge hier rüber gehen. Das sieht cool aus mit dem mit der Lupe, ne? Also wir können erst noch mal. Ich weiß halt nicht, ob ich jetzt finde, was ich suche. Wir haben auf jeden Fall zwei Stück bei dem Treppenabschnitt verpasst. Beziehungsweise da, wo halt alles kaputt gegangen ist. Da haben wir zwei Stück verpasst. Ne? Und wir müssen uns jedes Mal wieder das da angucken. Das ist halt auch immer doof. Man kann das... Oder? Kann man das... Man kann das nicht wegmachen. Also ich kann das nicht überspringen. Das ist halt auch immer... Deswegen frage ich, ob ihr das sehen wollt, wie ich das nochmal versuche. Und dann am Ende trotzdem nicht alles finde, möglicherweise. Oder ob ich einfach nur machen soll, was ich schaffe und dann... Ne? Ist dann vielleicht cooler. So. Aber für heute machen wir das jetzt einfach nochmal und schauen, ob wir da nochmal weiterkommen. Ja, kommen Sie rum. So, die haben wir gerettet. Tja, ein paar Münzen für uns. Wir müssen halt auch wirklich gucken, dass wir den mit der Schleife finden. Okay, das hatte ich übersehen. Wir müssen halt wirklich drauf achten, ob es irgendwo vibriert, ne? Das ist so gemein. Das ist wirklich gemein. Aber hier ist nichts weiter. Das wäre auch ein bisschen viel auf einmal gewesen, oder? So, wir gucken uns genau um. Wir können da nicht nach oben. So, hier hatten wir eins drin. Genau. Wir brauchen immer noch den Schleifchen, Mann. So, hier ist nichts weiter. So, da konnten wir runter. Da haben wir noch so ein Gedöns bekommen. Das hätte ich jetzt nicht unbedingt machen müssen, aber jetzt bin ich schon drauf gegangen. Ah, nee. Das war das hier. Okay, das war das mit den Münzen. Hier ist aber auch kein Schleifchen. Und ich meine, sobald wir hier alles erledigt haben, wird ja das Licht wieder... Das erscheint dann wieder. Das ist erst da, wenn wir den Raum fertig haben. Also von daher passt das auch. Sieht halt immer so aus, als könnte man da hoch, ne? Seit ich Ninja war, habe ich halt auch das Gefühl, dass das irgendwie geht.
So, da können wir uns nicht bewegen. Genau. Wir sind jetzt wieder hier. So. Schön. Mach ich platt. Sehr gut. Du noch? Na komm. So. Sehr gut. Dann kommen die jetzt noch. Ich weiß halt nicht, ob wir die alle besiegen müssen, um was zu kriegen. Versteht ihr? Doch, da haben wir ja was bekommen. Stimmt, das ist ja wurscht. Hat's hier vibriert? Muss jetzt immer gucken. Ich trau dem Ganzen nicht. Ist aber auch nichts. Okay. Und hier kommen wir auch nirgendwo hin. So. Jetzt ist halt das Ding, ne? Jetzt kann hier überall was sein. Und das werde ich jetzt eventuell wieder übersehen. Zwei Stück müssen hier sein. Zwei Stück. Und wir haben immer noch das Schleifchen nicht. Das brauchen wir nicht mehr sammeln, weil das haben wir komplett. Oh. Ich denke immer, dass man die schon treffen darf. Aber hier ist ja auch nichts. Weiß ich nicht. Aber hier ist ja... Da ist er! Da ist er gewesen! Wo ist er hin? Das war unser Schleifchen, Mann. Der hängt da dran. Der hängt da dran. Da. Da, wir haben ihn. Oh, okay. Wir haben die Schleife immerhin. Das ist schon mal ein Vorteil. Das ist besser als beim letzten Mal gelaufen. Jetzt die Frage, habe ich jetzt hier irgendwas übersehen? Hat da irgendwas vibriert und ich habe es wieder nicht mitbekommen? Das weiß ich jetzt natürlich wieder nicht. Hier ist was. Hier ist was. Oh, okay. Da bin ich voll dran vorbeigerannt. Okay. Jetzt ist die Frage, ist das das Erste, das fehlt oder das Zweite, das fehlt? Wenn es überhaupt eins ist, welches fehlt, ne? So, welches bist du? Das Erste, das fehlt. Okay. Na, das läuft doch. Das, oh, das hätte ich mir jetzt nicht so gut vorgestellt. Ich dachte, das wird schrecklicher. Jetzt fehlt trotzdem noch eins. Das muss jetzt hier irgendwo noch sein. Das hätte jetzt irgendwo hier sein können, ne? Wahrscheinlich irgendeine dieser Fledermäuse, die da lang fliegt. Oder so, oder eins der Teile, die jetzt da geflogen ist. Ja! Nee! Okay, das war sehr lucky. Das habt ihr gesehen, wie lucky das war. Okay, wir haben es hingekriegt. Wie cool ist das denn? Das hatten wir auch noch nicht, dass das so gut geklappt hat. Aber wir haben das Level completed. Er hat es geschafft. Hoch mit mir. Jetzt noch den Bosskampf. Easy peasy. Was heißt easy peasy? Der war ja auch ein bisschen anstrengend, oder? Nee. Nee, das war gar nicht der. Der war easy. Stimmt. Hab schon wieder an was ganz anderes gedacht. So. Okay. Springen. Springen ist der Trick. Springen machen wir. Jetzt macht er wieder hier Wäsch, ne? Keine Ahnung, wie ich da rausgekommen bin aus der Geschichte. Aber beim letzten Mal habe ich es geschafft. Das heißt, diesmal schaffe ich es auch. Wir stellen uns hier hin. Ja, das hat geklappt. Klappt das nochmal? Ja, oder? Ja, es klappt nochmal. Okay. So, wir stellen uns... Ah, wir lassen den erstmal vorbei. Nee, er geht direkt... Ja, das ja. Wieso probiere ich es überhaupt? Ich weiß halt nicht, wo er ist. Genau, komm von da.
gut, dass wir da auch Herzchen von kriegen. Ist sehr angenehm. So, was hat er jetzt gemacht? Die Fledermäuse, richtig? Ja. Mach sie platt, die Mäuschen. Da. Jetzt kommt er wahrscheinlich wieder von da hinten. Ich stell mich mal hier hin. So, ist mir egal. Dich ignoriere ich. So. Nochmal. Such dir einen anderen Weg. Ja, sehr gut. Jetzt haben wir ihn. Jetzt haben wir ihn. Perfekt. Das war doch eine gute Runde. Das läuft halt nicht immer so gut. Deswegen weiß ich nicht, wie spannend das ist, wenn ich Sachen halt öfter mache. Aber das hat geklappt. Und jetzt haben wir unser Foto fürs Album. Wir haben die Fechterin completed. Thank you very much. Flupp. Sehr schön. Oh, da bin ich ein bisschen... Aber das ist nur blau, richtig? Ich fand jetzt das mit dem Blau-Rot sehr hübsch, was Stella da anhat. Ja, da haben wir es rausgeschafft. Und wir können in unser Album gucken. Oder in die Garderobe können wir auch gucken, natürlich. Ja, das ist, genau, das ist nur blau. Aber das finde ich irgendwie schöner. Das hat, das wirkt, als hätte das so einen Verlauf, ne? Ich mag das. So, da haben wir jetzt, ja, haben wir alle Fechterinnenbilder voll. Okay, das ist cool. Wenn wir da zu allem drei Bilder, oh, das heißt, wir können auch noch mal Patissier sein. Ich mag das so. Ich bin sehr gespannt. Und da haben wir noch Fragezeichen. Mhm. Ich weiß nicht, ob sich das Album noch mal vergrößert oder nicht, aber ja, wir haben das Spukschloss completed und die Fechterin auch. Das heißt, in der nächsten Folge gehen wir hier rein. Wie heißt das? Das verschwundene Relief. Oh, da sind aber viele Kristalle drin. Uiuiui. Wie viele haben wir hier? Hier sind auch so viele drin. Warte, wie viel ist hier? Oh je. Ja gut. Oh, da müssen wir was ausrauben. Der perfekte Raub. Was war das? Der Tanz der Eisblumen. Da freue ich mich am meisten drauf, ehrlich gesagt. Das sieht sehr spaßig aus, glaube ich. Aber ja, das nächste Mal sehen wir uns hier wieder bei dem verschwundenen Relief. Ich danke euch hier allen fürs Zusehen und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also macht's gut. Tschüssi!